So, meine Freunde, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Projekt 0. Es geht mal wieder weiter. Ihr seht, im Inventar sind 10 Wonnen. Wir haben also am Ende der letzten Folge die Shops noch gezeigt und ich habe jetzt wieder insgesamt 10 Wonnen am Start. Und das geht natürlich fleißig weiter mit dem Won-Scheffeln. Ich hatte, glaube ich, schon in der letzten Folge erwähnt, in Projekt 0, wenn man halt wirklich komplett 0 spielt, komplett ohne Cash und dies, das, dann ist es einfach wichtig, am Anfang erstmal irre viel Cash zu sammeln, weil es macht keinen Sinn, extremst schnell hoch zu leveln, wenn das Equipment nicht stimmt. Also ihr braucht definitiv schon mal ein bisschen Equipment-Start und eventuell auch schon mal den ein oder anderen Alchemiestein. Deswegen ist es eigentlich am sinnvollsten, wenn man ja erstmal viel Won sammelt. Das habe ich auch gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe viel mit 1 gefarmt. Ich habe ja, die Verlobi ist natürlich mal durchgecrashed, also das ist ganz klar. Dann habe ich hier natürlich geerzt ohne Ende und die ganzen Elementar-Dev-Sachen natürlich mitgenommen. Ihr seht auch hier die beiden Holzhalsketten plus 9 habe ich auch reingestellt wieder. Die gehen natürlich auch gut Cash. Die Rüstung, die wir nicht benutzt haben, die habe ich natürlich auch benutzt zum Verkaufen. Und eine ganze Spinnenaugen, die wir noch übrig hatten vom Appen, natürlich auch reingestellt. Und schmückende Haarnadeln sind, ich habe auch übrigens wie vorgestern auch so geguckt, selbst schmückende Haarnadeln kosten jetzt immer noch so viel. Das ist total krass einfach, wie viel die kosten. Die lohnt sich auf jeden Fall zu verkaufen, genau. Ich habe diese Folge wieder angefangen, nochmal ein paar, also diese Fernis, die wir letzte Folge angefangen haben, die hatte ich jetzt auf knapp über 25. Das wollte ich auch nur machen, mehr nicht, wegen der Verlobi-Quest. Ich erspare euch jetzt dieses ganze Hin- und Her-Geklicke und Jinhege-Kille. Zu dem Zeitpunkt gab es noch 9 Channel. Das heißt, ich habe wirklich pro gelbes Reich irgendwie 18 gehabt und ich habe pro Quest gerade mal 20 Minuten gebraucht oder so. Das war halt relativ zügig vorbei. Und zu dem Zeitpunkt waren Verlobis bei 1 Won. Dementsprechend habe ich jetzt ein einziges Mal noch die Jinhege-Quest gezeigt und die ganzen Male danach seht ihr nur noch, wie ich die Verlobis abhole, damit ich euch das ein bisschen erspare, weil das ist halt wirklich ein heftigster Grind und das ist auch super anstrengend, aber es lohnt sich, vor allem, wo kriegt man im Low-Level in 20 Minuten ein Won her? Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Momentan habe ich, glaube ich, sind die Verlobis nicht mehr so extrem viel wert, aber die sind ja Verbrauchsgegenstände, die gehen halt zügig weg, weil Leute verheiraten ihre Core-Chars, ihre Mains, wenn sie reich wechseln. Vor allem jetzt, wenn viele Leute reich wechseln, dann müssen sie ihre Leute ja neu verheiraten und dann ist Verlobis sind dann sehr gefragt. Also das ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit und da, ja, deswegen sind die auch immer so teuer, wisst ihr, was ich meine? Weil die immer gebraucht werden, so. Genau. So, 4 Shops habe ich stehen gehabt. Wir haben also wieder 31, 46, 24 und 7 KK gemacht. Und die Shops gehen natürlich immer weiter fleißig auf, wenn ich die Verlobis abgeholt habe. Genau. Ja, wieder 2 Verlobis, ein Won reingestellt. Die gehen, zu dem Zeitpunkt sind die für ein Won weggegangen. Und es ist halt unglaublich, du kriegst halt nirgendwo im Low-Level so schnell Won. Überleg mal, du machst, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt 20 mal Verlobi und hast einen mythischen Rubin plus 4 drin. Im perfekten. Das ist einfach krass, so. Das gibt's einfach gar nicht so, theoretisch. Ja. Habe ich auch gemacht. Diese Folge werdet ihr das noch sehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viel mit den Fernis gegrindet. Ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, auch nur die Abholungen aufgenommen, weil, ja komm, das erspare ich euch jetzt einfach mal, dieses ganze Rumgeklicke mit den Jinhees. Ich habe die ganze Zeit nur noch die Verlobis abgeholt und ja, das auch in den Shop gestellt natürlich, ne? Also 6 Verlobis nochmal gemacht, also wieder 6 Won sozusagen. Hat sich definitiv gelohnt, da kann man gut viel Cash machen auf jeden Fall. Das ist, keine Ahnung, ich habe erst überlegt, so, ja, mache ich weiter mit Map 1 Farmen nebenbei und so, aber ey, ganz ehrlich, wenn Verlobi so viel bringt, dann grinde ich das einfach weiter, auch wenn es langweilig ist, aber es ist stumpf und langweilig, aber ihr seht, die gehen weg. Ich habe hier 2 Won gemacht mit 2 Verlobis. Ganz ehrlich, High-Level interessiert das nicht, ob das 2 Won, 3 Won, das ist völlig wurscht. Also ich kenne mich ja selber in meinem Bereich. Mein Gott, gehst du auf Yohara, machst du irgendeinen Run, irgendwas, keine Ahnung, hast die paar Won wieder drin, das ist einfach nichts, ja, das ist nichts. So, dementsprechend kaufen Leute das einfach, ne? Ja, von den Wolfsfällen gehen auch nach und nach welche weg. Geht, also Kleinvieh macht auch Mist, deswegen nimmt man die ganzen KKs natürlich mit. Ja, die Elementar-Dev-Sachen gehen nach, sind schwierig wegzugehen, weil die halt nicht oft gekauft werden, aber ich mache sie natürlich trotzdem in den Shop rein. Die Rüstung ging irgendwie nicht weg mit 2K15 Wind, deswegen habe ich versucht, sie weiter zu switchen. Ja, da ist jetzt bis jetzt, ja, ich habe erstmal haben wir geswitcht, weil ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir nochmal 15 Blitz rein oder sowas, weil aktuell haben wir nur 15 Wind, 15 Feuer für SD2 und SD3 und dementsprechend dachte ich, wir können schon mal vielleicht eine Blitzrüstung machen für Grotte dann später. Ja, das war meine Überlegung, also die Wind ging jetzt anscheinend nicht weg zum Verkaufen, aber erstmal, ja, erstmal geswitcht, kam jetzt nichts so Nices raus, werden wir noch weiter switchen auf jeden Fall, keine Sorge, kommen wir noch zu. Erstmal sind wieder Verlobis weggegangen, ihr seht, 2 Won oben,
Und wieder 11 KK und wieder 32 und wieder 18. Also das ist halt, geht gut Won rein. Also da haben wir locker jetzt schon 20 Won oder sowas im Inventar. Ja, kann man, lässt sich sehen, würde ich sagen. Und in dieser Folge geht es ja darum, dass wir auch einen neuen Eichstein gekauft haben, unseren ersten. Und da kommen wir dann nochmal gleich zu. Erstmal noch ein bisschen Erze veredelt. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen geerzt, ein bisschen der Abwechslung wegen. Weil du kannst nicht permanent nur für Lobbys durchkloppen. Das ist halt anstrengend. Dementsprechend habe ich dann angefangen, nochmal ein bisschen Himmelstränen zu veredeln. Weil ich habe ja auch gemerkt, diese Adern, also die Alchemisten gibt es einfach so selten momentan. Deswegen habe ich mich erstmal nur auf Himmelstränen fokussiert. Und ja, die ging dann irgendwann weg und 110 KK. Einfach mal so. Wieder eine Won gemacht. Nice. Aber das waren, glaube ich, die Fälle, das waren nicht die Ärzte, das waren die die Wolfsfälle, die ich gefunden, die ich gekauft habe. Die letzte Folge, die 400 Stück, die ging nach und nach weg und da hatte ich einen Won rausgezogen. Sehr, sehr nice. Die nächsten Fernis, weil ich halt wieder Verlobis gemacht habe, denn die bringen ja viel Geld, wie ihr wisst, mittlerweile. Ich glaube, mittlerweile habe ich es oft genug gesagt, aber ich habe wieder Fernis gemacht. Bevor ich weiter levele, mache ich erstmal viel Won und viel Equipment, sonst lohnt sich das nicht. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nur noch diese Auf-Abhol-Clips aufgenommen und wieder ein Verlobi und wieder ein Verlobi und wieder ein Verlobi und ja, ihr kennt mich, das ist einfach, ja, was soll ich sagen. Viel Won, viel Won, viel Won. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Und die roten Haarbänder und die schmückenden Haarbänder gehen natürlich auch mal gut weg, die schmückenden Haarnadeln, genau. Wieder 3 Won in den Shop gestellt sozusagen, wieder die ganzen roten Haarbänder, die gehen auch gut weg zwischendurch, wenn man mal die Preise sich anguckt. Und auch die schmückenden Haarnadeln gehen in 10er Stacks auch ganz gut weg. Die ganzen Elementarkrams, ja, das geht so lala weg, würde ich sagen. Also manchmal kostet es halt fast gar nichts, weil Leute das einfach sich unterbieten ohne Ende. Aber wenn Leute irgendwie mal versuchen zu appen oder so, dann kaufen die Dinge auch mal raus, ganz ohne Probleme, ja. So, der letzte Verlobi für diese Folge und danach geht es jetzt an das Kaufen von dem mythischen Drachenrubin plus 4. Denn wir haben 21 Won zusammengesammelt und zu dem Zeitpunkt haben mythische Rubine AWDSS und ja, ich habe keinen mit Dev gefunden, deswegen habe ich DSS genommen. Ich hätte gerne Dev gehabt, tatsächlich. Aber es gab keinen und für 21 Won schon plus 4. Zu dem Zeitpunkt haben die grünen Drachenbohnen 40 Kaka gekostet, dachte ich mir, komm. Dann snackst du dir einfach ein plus 4 mit AW, DSS, DSS, Dev. Auch wenn ich definitiv Dev empfehlen würde, wenn ihr euch das besorgt, habe ich mir den gekauft. Einfach, weil ich einfach einen Rubin haben wollte schon mal. Und ja, damit haben wir unseren ersten Eichestein schon mal an Land gezogen. Den werde ich dann noch demnächst einbauen. Und ja, jetzt geht es erstmal noch ein bisschen Kettenappen, denn wir brauchen ja demnächst auch ein bisschen Blitz-Equipment, wenn wir dann den SC3 gezogen haben. Und ja. Also erstmal ein paar Kupfer als Kettenappen. Die gingen irgendwie nicht weg, deswegen habe ich sie selber genutzt und gehabt, also wie ihr sehen könnt. Ja. Jetzt gehen wir auf die plus 9er Versuche noch und damit war es das von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen. Anblenden nicht vergessen. Wir gehen auf die 20k Abonnenten zu, macht ein Abo da und bis zur nächsten Folge. Peace. Und out.